Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich euer Avenger und ja, ich habe heute mal ja, ein relativ lustiges Thema für die, die es interessiert. Eventuell habt ihr am Titel gelesen. Ja, es geht heute um Vermieter oder Nachbarn. Also eher den Vermieter, weil da habe ich die meisten Themen gefunden. Für die, die jetzt jung sind und sagen, wir haben ja keine Vermieter. Also für die ist es dann interessant, weil sie ja irgendwann später auch mal, denke ich mal, von zu Hause weg wollen und sich eine Mietswohnung suchen und oder ein Mietshaus, so wie wir. Und für die, die erwachsen sind und das schon kennen, für die sind bestimmt auch ein paar Lacher dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Jetzt 5 Dinge für euch, die der Vermieter manchmal an euch rummäkelt, wofür ihr eigentlich gar nichts könnt oder indirekt, sag ich jetzt mal. In diesem Sinne, Intro ab! Also riecht ja das Gras hinter Ihrem Haus, ne? Das ist ja unmöglich. Das können Sie ja nicht so lassen, ne? Also, ne? Man könnte ja meinen, Sie würden einen Urwald da wachsen lassen, ne? Tja, zum Punkto Rasenmähen kann ich da eigentlich, ja, nur so viel dazu sagen. Wir sind jetzt nicht gerade Rentner oder Arbeitslose, die den ganzen Tag Zeit haben oder jeden Tag in der Woche den Rasen zu mähen. Wir haben auch mal Wochen gehabt, wo ich und meine Frau halt 7 Tage am Stück gearbeitet haben, dann hatten wir keine Zeit zum Rasenmähen in der Woche. Dann muss man das halt dann machen, wenn wir frei haben. Und selbst dann hat man ja noch andere Pflichten. Also es kommt immer mal eine Situation, wo man halt nicht dazu kommt, dann wächst das Gras ein bisschen höher und dann flippt er halt wieder aus. Bei unserer Vermieter ist das jetzt nicht so. Der ist da echt ein bisschen gechillt, da haben wir echt Glück gehabt. Aber wir hatten auch schon Vermieter, die kamen dann extra von ganz weit her gefahren. Das waren dann so Vermieter, die wohnen irgendwo, haben sich irgendwo Häuser gekauft, um die irgendwo zu vermieten. Da kam dann wirklich zu uns gefahren und hat dann gesagt, hier Richter, so geht das nicht. Sie müssen schon mal mähen ab und zu. Und dann habe ich das dann auch geklärt, habe das dann erklärt, dass wir halt in Gastronomie arbeiten und dass wir dann halt auch mal 7 Tage am Stück oder auch am Wochenende arbeiten und wir einfach keine Zeit dafür haben. Es ist halt nun mal so. Ne? Und es ist ja unsere Sache, ob der Rasenmäher dann abkackt, weil das Gras so hoch ist. Also jetzt mal ernsthaft, oder? Also man muss jetzt nicht jeden Tag gucken, oh mein Gott, ist zu hoch, jetzt müssen wir sofort einen Rasenmäher anschmeißen. Vor allem nicht um 8 Uhr in der Frühe. Die Nachbarn reißen mir ja den Kopf ab, Mensch. Also er richtet ihre Mülltonne, ne, jeden Monat, ne? Die wächst ja über sich hinaus, ne? Der Deckel, der steht ja so ab, das geht so nicht, ne? Haben Sie dann von Mülltrennung noch nie was gehört? Ja, manchmal kommt es halt dazu, dass der Vermieter halt mal darüber mausert, dass die Mülltonne zu voll ist. Und daraus schließt er dann natürlich automatisch, dass man den Müll nicht trennt. Was ja gar nicht so ist. Nicht? Ich meine, wir sind ein 4-Personen-Haushalt und da kann halt auch mal ein bisschen mehr Müll anfallen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Pizza bestellt, hat man so einen verfickten Karton. Ja, den stopfst du in die Papiertonne und dann ist das Ding ja schon voll. Nicht? Ne? So ist es ja nicht. Ne? Also Mülltrennung und Mülltonne voll, das ist ja halt, man kann jetzt den Müll nicht irgendwie so festlegen, dass der halt da reinpasst, nicht? Manchmal ist es halt ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Du kannst lediglich darauf achten, dass es nicht zu viel wird, was wir eigentlich einhalten. Und wenn der Deckel mal ein bisschen absteht, solange es die Müllabfuhr doch abholt, ist es doch eigentlich scheißegal. Aber Mülltrennung ist wichtig. Keine Frage. Ja, Richter, Sie haben wohl noch nie irgendwas über Lüften gehört, ne? In Ihrem Haus, ne? Da könnt ihr ja das Miefen anfangen oder noch schlimmer, es bildet sich Schimmel, das geht so nicht, das können sie nicht, nee, das geht nicht. Mal wenigstens sind mal 5 Minuten am Tag, ne, in jedem Raum und ne, wir sind schon. Ja, das altbewährte Thema Lüften im Haus. Es ist ja so, dass man in jedem Raum mindestens mal zum Stoßlüften in jedem Raum das Fenster 5 Minuten lang offen lässt. Ist ja völlig klar, brauchen wir nicht drüber reden. Nur wenn man dann halt auf der Arbeit ist, hat man frühs bzw. abends, ne, da hat man ja immer nicht so viel Zeit, also muss man sich das ein bisschen einteilen, wann man das jetzt macht. Und dann macht man das halt, wenn der Vermieter halt mal nicht hinschaut. Ich habe zum Vermieter schon gesagt, ja, tut mir aufrichtig leid, das nächste Mal rufe ich sie an, bevor ich die Fenster öffne, dann können sie rausgucken, ist offen. Alles klar, läuft. Klar macht sich Vermieter Gedanken, dass es dann schimmelt. Ist ja logisch, wenn man nicht lüftet, bildet sich Feuchtigkeit an der Wand und es könnte Schimmel entstehen. Ist aber nicht der Fall. Also bei uns, ich habe das schon so oft geklärt mit Vermietern und das Thema kommt halt immer wieder. Das verfolgt dann jede Wohnung. Ihr seid auch irgendwann dran. Hm? Denkt mal an mich. Also Ihre Markise auf ihrem Balkon, ne? Wenn es da drauf regnet, ne? Dann müssen Sie mal reinziehen. Dann, wenn Sie das da drauf regnen lassen und dann ziehen Sie das ein und dann schimmelt das, das geht nicht. Das geht nicht. So, nee, so nicht.
Tja, ich und meine Frau und die Kinder, wir sitzen halt öfters mal auf dem Balkon. So, wenn die Sonne dann megamäßig runterblockert, dann lassen wir halt mal die Markise raus. Dafür ist sie ja da, dass man dann praktisch sonnengeschützt ist. Und wenn es dann mittendrin immer das Regnen anfängt, kann man ja die nicht sofort wieder reinrollen, weil wenn erstmal Tropfen drauf sind und du rollst dann ein, dann schimmelt's. Ist ja völlig klar. So, dann lässt man sie draußen, bis der Regen aufhört, lässt sie wieder trocknen und dann kann man sie reinrollen. So sehe ich das. Weil ich steige jetzt mit Sicherheit nicht oben aufs Dach mit einem Lappen und trockne das ab, bevor ich sie einrolle. Also, wo kommen wir denn da hin, Mensch? Außerdem kann man die auch als Regenschutz verwenden. In dem Fall, wenn es dann sowieso schon regnet, warum dann nicht einfach weitermachen? Klar ist der Vermieter besorgt, dass da irgendwas schimmelt. Aber wenn man doch verantwortungsvoll damit umgeht, ist es doch kein Thema, oder? Also entspannt euch mal. Also Herr Richter, so mit dem Grillen, ne, das geht so nicht, das können Sie nicht machen. Also wenn Sie da grillen, dann müssen Sie wenigstens mal Bescheid sagen, dass man da die Fenster zumachen kann. Und wenn Sie dann hier Musik abspielen und Lablopplig hier, keine Ahnung, Galli Galli Drecksau Party, ne, dann müssen Sie schon mal Bescheid sagen, dass es auch ein bisschen lauter wird, ne. Und hinten auch noch im Garten, Mensch, wenn das Brennen anfängt, das geht nicht, das können Sie, ne, das geht nicht. Ja, das liebe Grillen mit den Nachbarn, mit den Vermietern. Immer hat man ein paar Probleme. Es gibt immer irgendwelche Leute, die machen sich dann Mordsterror draus, wenn man mal den Grill anschmeißt. Nicht? Klar, es riecht dann ziemlich nach Grillen, ne, wenn man die Kohle anschmeißt und so weiter. Und wenn jetzt die Nachbarn auch gerade die Wäsche draußen stehen haben, ja, dann ist es halt mal blöd gelaufen, wenn man halt mal nicht dran gedacht hat. Aber ich muss dazu eins sagen. Man darf im Monat einmal grillen ohne, oder war das einmal im Jahr? Auf jeden Fall einmal darf man grillen, ohne dass man seinem Umfeld Bescheid geben muss. Klar gehört zum guten Ton, wenn man zu einem Nachbar geht, wenn man da sieht, Wäsche ist draußen, dann sagt man hier, könnt ihr mal die Wäsche reinholen oder könnt ihr mal die Fenster schließen. Wir wollen heute Nachmittag grillen oder so, ne? Weil das ist ja die Zeit jetzt wieder, dass man mal den Grill anhaut, seine Freunde einladet und so weiter. Dann wird es immer ein bisschen lauter, wenn der Schnaps mal geflossen ist oder so. Das weiß man ja, kennt man ja als Erwachsener nicht. Und ja, auch da, also wir haben das in Mietshäusern zum Beispiel so gemacht, wenn wir den Grill angeschmissen haben, haben Leute eingeladen und saßen halt draußen im Garten. Ist ja klar, die über uns gewohnt haben, die haben sich dann halt permanent darüber aufgeregt. So, wir haben dann einen Zettel ins Treppenhaus geschrieben, wir hatten da so eine Pinnwand, da stand dann immer so allgemeine Informationen für die Vermieter drauf und da haben wir dann dran geheftet, wir grillen heute Abend, könnte ein bisschen lauter werden, mach die Fenster zu, stell die Wäsche rein, keine Ahnung. Das macht man halt so, es gehört zum guten Ton. Aber normalerweise muss man einmal, ob das jetzt im Jahr oder Monat ist, weiß ich gar nicht mehr, müsste ich jetzt nachschlagen, mache ich bestimmt auch nochmal irgendwann. Es geht jetzt wieder los mit Grillen. Da braucht man gar nichts sagen. Also da kann euch auch keiner ins Bein pissen. Wenn ihr mal einen Grill anschmeißt, schmeißt ihr halt mal einen Grill an. Es gibt halt Nachbarn, die sind halt so und es gibt Nachbarn, die sind so. Also da braucht ihr jetzt, da müsst ihr euch irgendwie einfinden, nicht? Also macht euch da mal keine Gedanken, nicht? Tja, das war's auch schon wieder mit 5 Dinge, die einem Vermieter anpissen können, wenn ihr irgendwas macht. Also, wie schon gesagt, ich habe es ja gerade eben schon ein paar Themen genannt. Wenn ihr irgendwann mal in eine Mietswohnung einzieht und habt da solche Probleme, dann denkt ihr vielleicht an mich. Und ja, ich hoffe, es war halbwegs lustig. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Hier seht ihr jetzt noch mein letztes Video. Da natürlich wieder meine Fratze zum Abonnieren und mein Let's Play Channel. Da werde ich jetzt nächste Woche, glaube ich, auch mal ein bisschen was machen. Aber Livestreams werden wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil mich das ziemlich anpisst, dass keine Zuschauer kommen. Beziehungsweise, ja, ich habe es auch angekündigt auf Twitter, aber ihr wisst ja, wie es ist. Es ist ja teilweise schwieriger, einen Zuschauer zu kriegen, wie ein Abonnent auf YouTube. Also, wie schon gesagt, ich werde dann ganz normal Let's Plays. Die sind auch qualitativ ein bisschen hochwertiger, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deswegen steige ich auch wieder darauf um. Das ist eigentlich kein Thema. Wenn ich aber streame, dann sage ich auf jeden Fall euch nochmal Bescheid. Tja, viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich das hochlade. Es ist schon wieder ziemlich spät. Ach, wir haben schon wieder 5 vor 12, also werde ich das wahrscheinlich am Sonntag wieder nicht hochladen können. Also morgen. Vlogs kommen dann auch wieder und ja. Wie schon gesagt, vergesst das Bewerten nicht. Wenn ihr mich cool fandet, natürlich wieder diesen Button. Wenn ich richtig geil fandet und nichts mehr verpassen wollt, dann natürlich wieder diesen. Ja, ich würde sagen, see you next time. Euer Avenger, haut rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede.